Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nightingale. In der letzten Folge haben wir uns hier gerade eine kleine Mini-Basis aufgestellt. Und jetzt wollen wir weiter Rätsel lösen gehen. Und mit wir meine ich natürlich die liebe Walli. Ja, hallo. Die gerade schon wieder davon rennt. Und den lieben Mo, der da vorne schon steht. Servus, Grüße. So, auf geht's. Wupp, wupp. Wir haben uns schon drei Rätsel ausgesucht. Die sind da vorne. An diesem Globus. Und die wollen wir jetzt machen. Und wir laufen am Strand entlang, weil es schön ist. Guckt mal. Oh, ist das hübsch hier. Oh, hallo Bärchen. Wir kriegen Besuch. Ja, ganz toll. Wir der sind Teddybär doch hat dich zum Fressen gern, oder wie war das? Naja. Wir stehen auf dem Strandhaus. Ach, wie schön. Das beziehen wir. Komm. So, auch oh. Irgendwie halb eingestürzt. Oh. Da ist Inneneinrichtungsgerümpel drin. Das kann Da kam Baum, Holz und Stoff raus. Ja, das ist sehr gut. Interessant. So. Ich bin am Reden. Ja, ich bin auch lecker. Sofort, einmal noch kurz was essen. Habe ich vorhin alles schon gemacht? Wo bist du da? Ja, ich bin hinter dir. Sehr gut. Oh, oh mein Gott! Komm her! Achtung! Ja. Das war... Nur ein leichtes Feuer. Ja, trotzdem. Wollte gerade sagen, wo du brennst. Hier ist eine Hoffnung. Ah ja, und da hinten ist eine Kiste. Das ist die Kiste. Da ist eine Amphibienkarte drin. Ja, ich habe eine. Nimm die du mal von mir aus. Also, ich weiß nicht, Walli hat wahrscheinlich auch. Ja, ich habe auch. Ich kann sie bauen, die Amphibienkarte. Ich weiß, aber ich meine, hallo. Wie sagt man so schön, im gefundenen... Karte umsonst? Ja, ja, natürlich. Also, alles gut. Das ist ja kein Thema. Ich nehme es auch gerne umsonst. Im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder? Komm her. Ja. Grünessenz, Grünessenz, Grünessenz. Oh, Grünessenz. So. Hallo. Der ist stark. Ja, der dicke hier, ja. Au. Er hat nicht einmal eine Essenz gegeben, sowas Schwaches. Das wird dann wieder länger dauern. Aber aufnahmetechnisch passt. Wir sind bei 4 Minuten, also wir können schon noch. Ja, ich meine, hier ist der. Keine Ahnung, hier ist es egal. Ich muss halt nachher noch gucken, wegen was essen gehen, deswegen. Ach so,
Na, dann lass uns das erstmal auslassen, oder? Dann machen wir das jetzt erstmal nicht. Ja, wegen Zeitdruck, ich würde sagen, dann lieber. Mach mal die anderen Rätsel. Mal. Ja, mach mal ja. Die anderen Rätsel. Alles gut. Genau. Wir merken uns das mal vor. Dass es ja, da noch was zu holen gibt. Kann von euch noch markieren, genau. Ja. Aber eigentlich sieht man es ja, wenn wir noch nicht im Portal drin waren. Ja. Ich habe einfach nur geguckt, ob wir halt alles haben. Warte mal, wir haben ja jetzt hier eine neue Karte. Das heißt, ich mach hier mal. Ich mach hier mal einen Engel hin, wobei, nee, warte mal, das ist doof. Weil ja, der deckt alles ab. Wenn, dann macht ein Engel hinten dran hin. Also quasi bei da wo das Wasser anfängt. Zwischen die Zeichen. Ja, oder ich mach das mal was Kleines hin. Die Linie. Das war ein Rätsel mit dreimal Befall und einmal dem Tor unten, wo wir jetzt gerade umgedreht sind. Alles klar. Ja, ich weiß. Ich wusste nicht, aber. Ich nicht. Ich dachte, das wäre tatsächlich ein Gebäude oder sowas. Nein, das war jetzt halt nur so. Genau. Ach, das waren schon alle drei. Oder was? Ja. Ja, wir gehen jetzt hierher. Warte mal, ein Portal ist hier nämlich auch. Das sollten wir uns merken. Ja, das ist das, wo wir gerade waren, unten. Das ist ach, das ist das Portal. Ah. Ja, das ist dieses Portal, wo wir jetzt nicht gemacht haben. Das ist das Fey-Portal, genau. Nehmt schön die Knochen mit. Wir brauchen die Knochen. Ganz wichtig. Ja. Für die Paste. Hier kannst du Knochenpaste dann herstellen. Hm. Ich habe keine Fasern. Doch, eine Faser habe ich, aber das reicht halt nicht. Faser habe ich da, warte. Was willst du machen? Diese Knochenpaste, Heilsalbe, ja? Ja, genau, aber ich. Ich weiß nicht, es bringt, glaube ich, nichts. Du kannst die Faser nicht reinlegen. Also. Nee, ich hab ja selber auch Zeug gehabt, deswegen dachte ich, ich mach mal gerade. Ja. Alles klar. Ja, aber müsstest du hier reingehen, oder? Ach nee, das sind noch gar nicht da, okay. Nach oben. Mo, da wird nichts passieren, da ist kein Brennstoff drin. Ja, das wäre sinnvoll gewesen, wenn ich hier Holz reingetan hätte, ne? Ja. Ja, wenn du was antreiben willst, das brennen soll, brauchst du das Feuer. Ja, genau. Und Harold rennt mitten rein. Perfekt. Ja, ich wollte darüber. Ich probiere das gerade, ob wir da nicht reinkommen. Da drüben. Ja, warte, Lola. Ich gebe dir mal ein bisschen Gewicht ab. Sonst funktioniert das, glaube ich, eh nicht. Ah! Hier drüben ist leider nichts. Jetzt bin ich runtergefallen. Echt? Schade. Sieht zwar wie cool aus, aber das nichts. Gut, dann okay, halt nicht. Dann weiter geht's.
Dann gehen wir weiter. So. Ach, Moos Lieblingsrätsel. Aber ich renne nicht, sondern ich gucke. Also hier, achso, das ist ja diese komische Leuchtewand hier. Ja, genau. Ich habe vorhin eine verbesserte Schatzkarte entdeckt oder irgend sowas. Die kann ich jetzt auch bauen. Ja, das ist doch cool. Ist das Ding jetzt hier fertig? Ja, ne? Ja, das ist abgeschlossen. Genau. Ja, perfekt. Sehr gut. Dann, next one. Wer... nächste Lupe und dann quasi der NPC, wo wir eh hin müssen. Ja. Also dann hier rüber auf die Lupe, ja? Ja, ich würde sagen rechts, weil der NPC, wo wir hin müssen, der ist da oben dran. Mhm. Genau. Also da, wo ich jetzt markiert habe, ja? Ja, hätte ich gesagt, ja. Ja, perfekt. Und falls wir da irgendwo auf dem Weg mal noch, wo hier ist ein Häuschen, vielleicht findest du hier ein Bettchen. Ja, genau. Ich dachte es mir auch gerade. Mal gucken. Ich hab da aber auf jeden Fall. Ah ja, hier geht's. Ja. Darf ich auch kurz. Da war ein Bettchen zum Aufbruchen. Perfekt. Nix. Okay. Da ist ein Bärchen. Ich meine, er hat kein Interesse an uns, aber ich sag's einfach mal. Bis jetzt. Unten. Aber ich komme noch. Oben ist auch einer. Ah, das ist schön. Der hat hier auf uns gewartet. Ja, wer will's lösen? Ja, ich warte noch, bis Mutter ist. Ah, so.
Ja, mach zurück. Ja, genau. Wieder das Klicken. Ja, überhaupt nicht, weil es ist sogar vollkommen egal, welche Reihenfolge du klickst. Du musst nur die Wände klicken. Ja, aber du musst trotzdem was anklicken. Und vergiss nicht, du kriegst auch Belohnung nach. Du hast dann weniger Essenzen, wenn du es nicht einsammelst. Ich bin da. Was sind da die anderen? Hier ist einer. Da, bei mir. Und hier leuchtet es rot. Da. Da hier. Am Ding. Ja. Da oben, Tobi. Da. Ja. Mag mal jemand markieren? Ah ja. Ja, ich guck grad für Hugo. Buzz Reavis, ja? Ja, genau, das sollte die Person sein. Na, alles klar. Mit der wir quatschen sollten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der Gesetzeshüter. Ja, das sollte eigentlich der Typi da sein. Ich hab extra noch was gegessen. Ausdauer ausgegangen oder was? Ja, hier ist die Ausdauer ausgegangen. Ich werde hier sterben. Nein, oh, knapp nicht. Noch geil. Ja, sobald dir die Ausdauer ausgeht, verlierst du Leben. Hast du Heiltränke? Also hast du was dabei? Ja, oder? Ja, ich hab noch. Genau. So. Dann quaken wir mal mit dem. Mo, schaffst du's? Ja, okay. Bin schon da. Beachten Sie mich gar nicht. Ich will mich hier einfach nur ausruhen. Oh, ich glaube, da haben wir jetzt 3 Quests. Kann das sein? Sie sehen aus, als wären Sie schon eine ganze Weile unterwegs. Leider bevor ich von diesen gottverdammten Welten überhaupt gehört hatte. Und Sie sind? Ich kenne mich in den Welten noch nicht gut aus. Ah, Sie sind verdammt. Sicher keine flüchtige Person. Oder zumindest nicht die, nach der ich suche. Hat keinen Sinn, mich weiter bedeckt zu halten. Ah ja. Jemand sagte mir, dass ein Gesetzeshüter hier in der Gegend unterwegs wäre. Wer könnte dieser jemand sein? Ah ja, okay. Wilhelma Sasse von Sande Kurier möchte, dass ich sie auskundschafte.
gucken wir die Quest an. Ich fasse es nicht. Diese gierige Lavafritzen haben sich tatsächlich dazu entschlossen, es mal mit dem richtigen Journalismus zu versuchen. Hahaha, geil. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich um ihre Sippe sorge, aber ich weiß zu schätzen, dass sie mich gewarnt haben. Ehrliches Volk trifft man in dieser Wildnis nicht gerade oft. Ich würde sie gern entsprechend belohnen, wenn es ihnen nichts ausmacht. Ich bin nicht wegen einer Belohnung gekommen, aber ich werde auch nicht ablehnen. Oh, einfaches Sattelgestell. Gut, nun können wir diese Angelegenheit abgeschlossen betrachten. Wenn Sie aber noch mehr zu sagen haben, es macht mir nichts aus, noch ein wenig zu bleiben. Ich glaube... Nee. Seid ihr noch da? Ja. Okay. Ja, wir haben halt still zugehört. Ja, nee, alles gut. Ich dachte ja, jetzt gerade noch, mein Discord ist wieder abgestürzt. Nein. Gut, nun können wir diese Angelegenheiten als abgeschlossen betrachten. Wenn Sie aber noch mehr zu sagen haben, es macht mir nichts aus, noch ein wenig zu bleiben. Flüchtig? Was haben Sie denn hier? Ach, okay, man kann jetzt hier noch... Okay. Ich habe einen Haftbefehl für eine Art Dieb. Ist aus Nightingale geflohen. Schon vor Monaten. Okay. Ah, guck mal, da kannst du eine Nebenquest annehmen. Ja, ich habe mal eine angenommen. Brauchen Sie Hilfe beim Anfang dieses Flüchtigen? Hilfe, jene zu jagen, die sich Gott gesetzlich nicht unterordnen, ist eine gefährliche Angelegenheit. Noch mehr in gefährlichen Breiten. Sie sehen so aus, als stecken sie ohnehin schon in anderen Schwierigkeiten. Ich bin mit ihrer Lage vertraut, weil es mir einst genauso erging. Auch ich trieb mich einst zeitlos umher. Vor Jahren haben mich die Cherokken aufgenommen, haben mir viele Dinge beigebracht, die aus mir ein fremder Mann, ein freier Mann wurde. Ich würde sie in ein frühes Grab schicken, wenn sie mir bei der Durchsuchung der Welten vertrauen würden. Aber um ehrlich zu sein, fühle ich mich verpflichtet, Ihnen dieselbe Tricks zum Überleben beizubringen, die man mir einst beibrachte. Was meinen Sie? Oh. Was immer Sie preiszugeben haben, ist mir willkommen. Überleben ist eine Frage der richtigen Vorbereitung. Diese Wildnis lebt, atmet. Sie verrät ihnen, was sie fühlt. Egal ob Donner, das Pfeifen des Windes, Sturmböen, all das verrät die Welt über sich, die Ordnung hinter dem Chaos. Denken Sie mal scharf nach. In den Breiten lauern unzählige Gefahren. Was können Sie brauchen? Etwas, womit man kämpfen kann. Ohne Waffen keine Verteidigung. Nicht mal für hasenfüßige Pazifisten. Bewaffnung, Munition. Danach werden wir dafür sorgen, dass sie auch einsetzen können, ohne sich selbst ein Auge rauszuballern. Ja, okay. Ich denke, ich bin angemessen vorbereitet. Wie sieht's jetzt aus? Sehen wir uns das mal an. Vorbereitung bringt Vorteile. Sehr schön. Die Welten machen uns am Ende alle ebenbürtig. Okay, ich habe jetzt Metallkugeln entdeckt. Nun gut. Wie ich sehe, haben sie sich bei dieser Waffe Mühe gegeben. Jetzt haben sie die Mittel, um sich selbst zu schützen. Wolltest du mich abknallen? Aber sind ihre Quest Augen gekriegt. Und ihre Finger am Abzug wohl auch gut aufeinander abgestimmt? Ich auch.
gucken, ob ich ziehe. Ist diese Waffe nicht Beweis genug für meine Fähigkeit? Einen alten Hund besiegen könne ich problemlos in Schießen. Aber dann abhauen, wenn die schießen will. Sie denken gut daran, ihre Zunge zu hüten. Ja, das glaube ich auch. Ich habe nicht gerade Lust, auf irgendjemanden zu schießen. Nichtsdestotrotz ist eine notwendige Fähigkeit. Funktioniert nur leider nicht bei uns. Macht ihr die anderen Aufträge auch noch? Also ich habe die eigentlich durchgeklickt komplett und konnte irgendwie einige... Ich konnte dann nur den erstmal. Und einige waren gleich abgeschlossen da gestanden, ganz lustig. Ja, weil du mit ihm gequatscht hast. Ach so, ja. Ich schätze, sie haben noch mehr Vorbereitungsaufträge für mich. Damals im Krieg hatten wir einen begrenzten Munitionsvorrat, doch Ressourcenschonung bedarf weise voraus. Sich in einer wohlplatzierten... Ein wohlplatzierter Schuss ist jedenfalls ressourcenschonend. Die meisten lebenden Kreaturen haben einen Schwachpunkt, ein ungeschütztes, lebenswichtiges Organ. Als würde der Bauplan aller existierenden Kreaturen die Möglichkeit eines schnellen Todes beinhalten. Also es geht los. Machen Sie ein paar Zielübungen und denken Sie daran, nichts zu vergeuden. Ich werde zurückkommen, wenn ich die Aufgabe erfüllt habe. Okay. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, haben wir jetzt eigentlich eine Waffe gekriegt? Nee, oder? Nein, die kriegst du, glaube ich, erst danach als Belohnung. Das war das, was du gesehen hast, nehme ich mal an. Also ich muss jetzt wahrscheinlich Schussübungen machen. Na gut, dann würde ich aber an dieser Stelle sagen, würde ich die Folge beenden. Lange genug ist sie. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ihr kennt das, gerne einen Kommentar da lassen, gerne den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.